Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AC Milan Karrieremodus. Ja Leute, die letzte Folge, es lief ja sehr gut, die zweite Mannschaft hat überzeugt gegen den FC Empoli. Gab es einen 3:1 Sieg und damit stehen wir weiterhin sehr gut da auf unserem zweiten Platz in der Serie A Tabelle. Ich denke mal für Juventus Turin wird es hier in diesem Karrieremodus, in dieser ersten Saison zumindest, nicht mehr reichen, aber mal schauen, wie das Ganze dann in Saison Nummer 2 aussehen wird, wie unsere Mannschaft bis dahin aussehen wird. Heute haben wir mal das nächste Spiel gegen einen absoluten Top-Verein aus der Serie A mit dem AS Rom, gegen den wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gespielt haben. Also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo hier müsste es tatsächlich nochmal ein Spiel geben. Genau, gegen den AS Rom, komischerweise hatten wir das in der Hinrunde nicht. Jetzt haben wir in der Rückrunde 2 Spiele gegen den AS Rom, also ich weiß nicht, was da irgendwie bei der Planung für unseren Spielplan falsch gelaufen ist oder ob das irgendwie Tradition in der Serie A ist. Ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher. Ihr seht die Formation, einiges geändert. Mauri tatsächlich wieder von Anfang an. Ich glaube, das Strawpoll, das ist ziemlich positiv ausgegangen. Das Strawpoll ist auf jeden Fall positiv für José Mauris Zukunft ausgegangen. Hier beim AC Mailand, dass der eben öfters spielen soll, weil er eben, so wie ich auch finde, das Potenzial besitzt, ein Stammspieler zu werden, hier beim AC Mailand. Ansonsten Kutschka als Sechser, Viererkette mit Ischio, Caceres, Süle und Abate. Die Kapitänsbinde, denke ich mal, passt ganz gut für Abate, beziehungsweise passt ganz gut bei Abate. Und ansonsten Vasquez nehmen wir nochmal mit auf die Bank anstelle von Kevin Prince Boateng. Und das war's dann mit der Formation, mit der Bank und noch dem anderen Stuff. Wir gehen rein ins Spiel gegen den AS Rom. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da hier für dieses Topspiel. AS Rom gegen den AC Mailand. Ich würde sagen, los geht's. So Leute, let's get into this. Mal schauen, wie wir jetzt hier eben abschneiden werden. Gegen den AS Rom, wir spielen wieder im Stadio Olimpico, welches, denke ich mal, sich mal wieder zwei Vereine teilen. Nämlich der AS Rom und Lazio Rom. Aber ich bin mir da nicht so sicher, müsste es aber eigentlich sein. Es geht eben ran gegen den AS Rom, gegen einen Verein, der ja wirklich viel Tradition besitzt, unter anderem vielleicht den treuesten Spieler bei sich im Verein hat, mit Francesco Totti, der aber, glaube ich, alles andere als überhaupt noch zum Stammrepertoire gehört, nämlich der Mann hier, Edin Dzeko, der eben von Anfang an stürmen darf für den AS Rom. Wir sehen hier momentan die Top-Torschützenliste mit Dzeko auf Platz 1 mit 12 Treffern, Baka nur auf der 4, glaube ich, war es. Mit 10 Toren, also da muss man sagen, kann man noch aufholen, aber ich denke mal für uns als Verein ist es jetzt nicht so wichtig, dass ein Carlos Baca die Torschützen-Trophäe bekommt, sondern dass wir eben gut abschneiden in der Saison. Ansonsten denke ich mal, sollte das jetzt nicht unbedingt der absolute Knick sein für die Karriere von Carlos Baca, wenn der im ersten Jahr, muss man sagen, gut, Dzeko auch das erste Jahr hier in der Serie A, nicht unbedingt direkt die Torschützen-Krone holt, aber bisher läuft es ja eigentlich bei den Toren. Für Carlos Baca, ich würde sagen, wir gehen ins Spiel hinein, gerade eben erwähnt, Francesco Totti, 39 Jahre alt, mittlerweile nur noch Rotationsspieler, wenn nicht sogar nur ein sporadischer Spieler. Beim AS Rom, los geht es hier beim Spiel Mailand gegen Rom, wir heute zu Gast in der Hauptstadt und ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Szene. So, Süle leitet den Konter ein, Mauri für Carlos Baca, der hat viel Platz und Szczęsny kommt raus, schade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den einen Schritt nochmal gehen sollte und nochmal eben den Ball nach vorne setzen soll. Süle, nächster starker Ball nach vorne. Bonaventura kann damit aber nichts anfangen. Niklas Süle jetzt ein bisschen out of position. Ne? Auch hier wieder nicht gut. Niklas Süle, gerade eben zwei gute Aktionen gehabt. Jetzt kommt schon die erste schlechte. Nainggolan gegen Caceres, nicht gut rausgeklärt von Bonaventura. Aber Mauri gegen El-Sharabi funktioniert. Ex-Milan-Spieler bzw. momentan an Rom. Der verliehene Spieler vom AC Mailand, Stefan El-Sharabi. Das vielleicht mal das Strawpoll für die heutige Folge. Stefan El-Sharabi behalten, zurückholen, Fragezeichen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr Zuschauer davon haltet. Ob wir eben einen Stefan El-Sharabi hier behalten sollen oder ob wir ihn dann, wenn er wieder zurückkommen sollte, verkaufen sollen. Strawpoll-Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das auf jeden Fall die Interaktion der heutigen Folge. Stadion wird laut. Wegen dem Foul von Kutschka hier gegen Florenzi, der dafür auch zu Recht die gelbe Karte bekommt. Gegen den riesigen Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, Carlos Baca, Giacomo Bonaventura, wieder für Carlos Baca. Der hat diesmal viel Platz und Carlos Baca mit der Führung. 24. Minute, der Kolumbianer braucht nicht viel Platz, der braucht nicht viel Zeit, der macht das 1:0.
ganz stark gemacht. Bonaventura sieht die freie Lücke. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, irgendwo auf dem Flügel umgesehen, ob es da vielleicht irgendwelche freien Möglichkeiten gibt zum Abspielen. Aber Bakka frei. Pass zu Bakka. Schuss. Tor. 1:0. So kann es auf jeden Fall gehen. Der Kolumbianer mit seinem 11. Saisontor holt schon mal ordentlich auf. Auf Edin Dzeko. 1:0 in der 24. Minute. Carlos Bakka, der Torschütze. Und Falke, das Tackling von Dechillo ist ein bisschen unangebracht. Abate im Kopfballduell kann sich durchsetzen. De Rossi pusht nochmal nach. El-Sharawi. Nein, Golan El-Sharawi. Caceres. Aufpassen, jetzt ist Dzeko da. Nee, es ist De Rossi. Also man muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall, wenn man es beschreiben müsste, würde ich mal sagen, kämpferisch. Also auf beiden Seiten wird hier versucht, jeden Ball zu erobern. Jeder Ball wird hier versucht, irgendwie wieder auf die eigene Seite zu bringen. Was dann eben diese ganzen kleinen Kämpfe hervorruft. Bonaventura, was ein Eigentor. Was ist das denn bitte? Giacomo Bonaventura. Der übernimmt hier eiskalt Edin Dzekos Rolle. Das sollte ein klärender Ball sein und nicht ein Steilpass ins eigene Tor. Meine Güte, Giacomo Bonaventura mit dem Eigentor. Das ist jetzt sehr bitter, weil wir vorne kaum Chancen bekommen. Also die eine von Bakka, das war auch die eine. Die eine Chance, die wir hatten, ein Schuss, ein Tor und jetzt ist das Spiel wieder ausgeglichen. Durch ein Eigentor, so dumm. So ein dummes Eigentor von Giacomo Bonaventura und es steht 1:1. So, vielleicht jetzt nochmal offensiv agieren mit Montolivo, mit Mauri, mit Vasquez, mit Balotelli. Mit dem Mann hier, Carlos Bakka, was ein Pass ist das denn bitte, ey? Viel zu weit, viel zu steil für einen Carlos Bakka und damit auch wieder den Ball verloren. Sowas dürfen wir nun mal nicht machen. Sowas darf uns nicht passieren, so dumme Ballverluste. Gerade im Angriff, ganz dumm, wenn wir dann noch die Konter kassieren. Eben hier Falke gegen Dechillo, der hat zwar schon gelb, geht aber trotzdem energisch rein, so gefällt mir das. Montolivo, Vasquez für... Nein, der sollte für Balotelli eigentlich sein, der Ball. Mauri, und da verliert er wieder den Ball. Leute, die Ballverluste momentan, die brechen uns hier schon fast das Genick. Was ein Dribbling von Digne. Stark ins Aus. Schauen wir jetzt mal, was noch so zu machen ist. Franco Vasquez, der könnte vielleicht heute der Matchwinner sein mit einem guten Pass. Würde ich ihn schon vergöttern. Gegen Milan lief es ja mit Franco Vasquez. Aber Rom, die stehen viel zu gut hinten. Die haben viel zu gute Verteidiger, muss man einfach sagen. Florenzi, Manolas, Castan, die sind alle viel zu gut, muss man einfach sagen. Aufpassen, was eine Lücke hier aufgerissen wird für Stefan El-Sharawi und der Ex-Spieler. Der gehasste Pharao vom AC Milan bringt Rom in Führung. Das kann es doch nicht sein. Wieso ist da so eine Lücke? Wieso ist Abate mehr Innenverteidiger als Rechtsverteidiger? Dass ich auf sehr offensiv gestellt habe, das war mir bewusst. Aber das heißt nicht, dass alle auf einem Fleck stehen sollen. Und der Schiedsrichter erlaubt uns nicht nochmal den Angriff nach vorne. Ganz dummer Punktverlust hier gegen den AS Rom. Da rege ich mich einfach drüber auf. Weil das durch ein Eigentor entstanden ist. Durch ein blödes Eigentor von Bonaventura. Der soll den mal nach vorne klären und nicht nach hinten. Nicht ins eigene Tor. Dzeko macht heute nicht mal ein Tor. Aber der Mann hier, Stefan El-Sharawi. Das ist ganz bitter. Durch ein Eigentor eingeleitet und dann so ein... Oh, ich kann das nicht mal beschreiben. Plötzlich stehen alle auf einem Haufen, Abate verlässt seine Position komplett, guckt nicht mal nach rechts, da ist plötzlich die Lücke und El-Sharawi zum Siegtor. Wir verlieren 3 Punkte und die Rom gewinnt 3 Punkte. Natürlich heißt es die Roma und nicht die Rom. Versprecher, Verbrecher, aber oh, Bonaventura, ja auch noch gesperrt, ey. Meine Güte, was ein Spiel, kann ich dazu nur sagen. Aber wir haben immerhin noch den Vorteil, dass wir Punktevorsprung haben, aber es hätten mehr sein können. Wir hätten uns vielleicht schon komplett absetzen können, hätten gar keine Probleme mehr gehabt, hätten ein ruhiges Leben auf dem 2. Tabellenplatz führen können. Aber jetzt sieht es alles andere als so aus, als würde das ruhig werden bis zum Ende der Saison. Sieg hätte wirklich geholfen, also ich glaube, wir haben jetzt immerhin sogar fast, ja, 4 Punkte Vorsprung, wenn wir das Spiel jetzt hier gewinnen sollten, ne?
gegen den FC Turin. Wir werden mal ein bisschen umstellen. Auf jeden Fall das System wieder auf dieses gute alte System, was eigentlich bisher immer gefruchtet hat. Linksverteidiger Antonelli. Süle hat mir sehr gut gefallen. Geht wieder von Anfang an. Caceres dafür erstmal nur auf die Bank. Bertolacci kommt auch mit auf die Bank. Abbiati geht mal in die Reserve. Suso kommt mit. Und ansonsten Vazquez ebenfalls mit. Kann sogar mal von Anfang an spielen auf der rechten Seite. Ist sogar Linksfuß. Das heißt, da mal vielleicht die neue Position als rechtsoffensiver Mittelfeldspieler für Franco Vazquez. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dem System jetzt hier eben wieder fruchten werden. Heim gegen den FC Torino. Gegen den FC Turin geht es ran. Und dann schauen wir mal gegen den Verein von Ciro Immobile, die aber auch mit Maselli ein richtig großes Talent haben und Maximovic ebenfalls eigentlich ein sehr großes Talent, der junge Serbe, für die Innenverteidigung. Lopez verschießt einen Elfmeter. Also wir haben da auf jeden Fall nochmal ordentlich Glück gehabt. Adriano für Bacca und Balotelli per Elfmeter bringt uns in Führung. Der zeigt Lopez, wie man es macht. Lopez verletzt sich jetzt auch noch, also bei Lopez auf Seiten der Gäste läuft es nicht so und wir gewinnen das Ganze auch mit dem Elfmetertor von Mario Balotelli. Nochmal ordentlich Glück gehabt, kann man sagen, dass der Elfmeter dann nicht von Lopez reingegangen ist. Donnarumma geht auf die 79 hoch und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge des AC Milan Karrieremodus. Sehr bitteres Spiel gegen Rom, aber immerhin kleine Entschädigung, die 3 Punkte gegen den FC Turin. In der nächsten Folge Mailand Derby im Halbfinale des Coppa Italias, des Tim Cups. In der nächsten Folge, ich hoffe, die heutige Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir schauen nochmal hier in den Spieler des Monats rein. Ist der Atalanta Bergamo-Mann Gomez und die Akteure der Woche, Niklas Süle, immerhin dabei. Hat ein starkes Spiel geleistet, auch Franco Vazquez unter den Akteuren der Woche. Und ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag und bin raus. Bis dann, haut rein und ciao.